Ich habe vor kurzem Porte Poenza gezeigt und dabei erwähnt, dass ich einmal eine Fahrt durch Porte Poenza mache oder auch den Ort umrunde. Es ist einfach viel zu viel für ein Video gewesen, sodass ich mich oder das Video auf heute vertagt habe und freue mich, wenn ihr dabei seid und Gefallen an diesem Video findet. Diese Örtlichkeit bietet so viel. Ich komme jetzt aus Poenza und bin auf dem Weg Richtung, wie gesagt, Porte Poenza. Hier in wenigen Kilometern gabelt sich die Strecke. Dann kann man dort zum Kap Formentor fahren. Auch das ist ein echtes Highlight hier auf Mallorca, da hochzufahren. Wer es scheut, dann zu fahren, wenn diese Idee ganz viele haben, der sollte das außerhalb der Saison tun und gerade jetzt, zum Beispiel im Februar, dort einmal hochfahren, einen guten Tag abwarten, blauen Himmel, am besten früh morgens oder eben abends spät und da die fabelhafte Aussicht genießen, sich die Strände dort anschauen und eben die vielen Felsenschluchten. Der Weg da hoch ist schon ein bisschen anstrengend, wenn man es nicht gewohnt ist, enge Straßen zu fahren und halt Steigung und wiederum Gefälle im Wechsel. Also sollte man sich gut überlegen, man kann auch den Bus da hochnehmen und während der Saison ist die Durchfahrt nur bis zum Plateau erlaubt und danach ist die Straße gesperrt. Da muss man dann nach anderen Möglichkeiten suchen, entweder spazieren gehen oder halt mit dem Boot außenrum. Wir haben an diesem Tage, wo ich das Video drehe, wunderschönen blauen Himmel, bisschen gemischt mit leichten Schleierwolken und angenehmen Frühjahrstemperaturen im Winter. Ja, jetzt wünsche ich zunächst ganz viel Spaß bei diesem Video hier auf Georgis Kanal und werde etwas dazu sagen, wenn es was zu sagen gibt. Wem diese Strecke zu langweilig erscheint, der irrt. Und zwar auf der linken Seite ist ja noch ein bisschen Steilküste vom Tramontana-Gebirge. Poenza liegt ja am Anfang dieses Gebirges und dort versteckt zwischen den Bergen ist ein wunderschöner Ort und das ist Cala San Vicenzo. Den habe ich auch schon mal vorgestellt in einem Video. Wer dies verpasst hat, gerne mal unter den vielen Videos schauen hier auf Georgis Kanal. Ich versuche es nochmal zu verlinken. Und ja, wir erreichen jetzt Porte Poenza. Hier in diesem Kreis ist die Abzweigung zum Cap Formentor. Eng bebaut sind die Straßen hier, oftmals noch enger, das kann ich jetzt einmal zeigen. Parkplätze sind hier wirklich Mangelware, gerade während der Saison.
Wenn man von außerhalb hierher kommt, sollte man einen kleinen Spaziergang unternehmen, am besten natürlich am Strand entlang. Das befindet sich auf der anderen Seite, auch da werden wir gleich noch entlang fahren. Dort gibt es sehr, sehr gute Parkmöglichkeiten, auch während der Saison, wenn man bereit ist, ein paar Meter zu laufen und diese sogar dann kostenlos. Jetzt sind wir einmal hier aus dem Ort raus. Wir umfahren diesen und fahren genau die Straße, die ich eben erklärt habe, an der Küste am ellenlangen, über 6 Kilometer Sandstrand entlang. Natürlich gibt es auch einige, die hier zu Hause sind in Porto Poyenza. Schöne kleine Wohngebiete durch diese, wo wir jetzt gerade fahren, ist zum Beispiel eins davon. Und wenn ich das sage, fahren wir schon gleich auf die Küste zu. Hier gibt es halt die Parkmöglichkeiten direkt an der Strandpromenade bzw. am Strand. Kurze Wege zum Wasser, absolut behindertengerecht und dass es mal total ausgelastet hier erlebt man eigentlich so gut wie gar nicht. Also da muss man schon in der Spitzensaison so wie Juli, August hierher kommen.
Also auch auf diesem ellenlangen Strand findet man immer noch ein schönes Plätzchen. Für alle diejenigen, die das erste Video verpasst haben, zeige ich jetzt einmal einen ganz kurzen Einblick. Und zwar, der Einblick ist ein Ausblick auf die Bucht von Alcudia hier am Sandstrand. Kann man wunderbar tolle Spaziergänge unternehmen. Und das bei klarem Wasser und sauberen, überwiegend sauberen Sand. Dieses leichte Plätschern der Wellen ist pur. Die totale Erholung ist hier angesagt. Dort hinten befindet sich der Hafen und auch dort gibt es eine wunderbare Gelegenheit zu entspannen beim leckeren Getränk. Wieder zurück auf der Straße werden wir jetzt sehen, dass die Bebauung immer enger wird hier, immer mehr Geschäfte hier auf der linken Seite sind und während der Saison ist es halt so, wird der Strand Richtung Zentrum dann immer ein bisschen voller, belebter. Am rechten Bildrand können wir noch die Berge sehen, wo sich der Weg durchschlängelt zum Kap Formentor. Im Sommer ist dieser Bereich, der letzte Bereich dieser Straße übrigens gesperrt für den normalen Kfz-Verkehr. Dann dürfen hier nur Lieferanten durch und Hilfsfahrzeuge wie Krankenwagen, Polizei und so weiter. Entspannter Bummel ist auch das Allerschönste hier. Also wir sehen schon auf der linken Seite richtig viele Geschäfte, eine große Auswahl. Allerdings jetzt haben die meisten
geschlossen im Winter. Ein kurzer Schwenk Richtung Hafen und dann geht schon wieder weiter Richtung Zentrum und dann fahren wir aus dem Ort heraus.
zum Abschluss habe ich noch mal einige Seitenstraßen gezeigt. Wir verlassen jetzt hier den Ort Richtung Alcudia. An dieser Strecke, die sehr weitläufig ist, fahren wir kilometerlang an der Küste entlang. Hier ist Sand und Felsenstrand und hier fühlen sich die Wassersportler richtig wohl, insbesondere die Surfer oder Windsurfer, Kitesurfer und so weiter. Also hier freuen die sich, wenn es ein bisschen windiger ist. Ja, ich verabschiede mich hier und heute, sag Tschüss, Adios und Bye Bye aus Porto Poenza. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid und wenn ihr Georges Kanal mit einem Daumen nach oben oder Super Thanks unterstützt und das Abo nicht vergessen. Vielen, vielen Dank. Tschüss, Adios und Servus.